Im September 1995 veranstaltete das Schiller-Institut ein dreitägiges Seminar über Motivführung im slowakischen Schloss Dolna Krupa, ehemals im Besitz der Familie von Brunswick. Professor Norbert Brainin, der Primarius des legendären Amadeus-Quartetts, erläuterte die Kompositionsmethode der späten Streichquartette Ludwig van Beethovens. Eingangs widmeten sich Professor Brainin und das Moyzes-Quartett aus Bratislava dem Quartett Opus 59 Nummer 2, das Beethoven dem russischen Grafen Andreas Rasumowski gewidmet hatte. Danke, Timo. Danke. Bitte. Ich möchte sagen, dass wie das Stück anfängt, ja, mit diesen zwei Akkorden. Das ist das Hauptmotiv der ganzen Komposition. Ja? Und alles andere, was jetzt da, was nachher nachkommt, das ist eine Variante. Von Tom Pim. Bitte spielen Sie das noch einmal. Ja. Ja. Gut, gut. Da, und jetzt, gut, das, ja, spielen Sie jetzt weiter, bitte. Ja. Ja. Das ist ein etwas, was Beethoven sehr oft macht, ein Halbton rauf oder runter für die Modulation. Das kommt ihm dann sehr zuguten später in der Komposition. Und jetzt kommt man wieder zurück durch diesen Akkord, diesen verminderten Akkord, und dann ist man wieder in der Haupttonart. Spielen Sie jetzt weiter. Hören Sie das, hören Sie. Dieses Tira wird zu einem ganz besonderen Motiv. Aus den Varianten heraus kommen neue Motive zustande, die in der Komposition verwendet werden. Und dieses Tia, das ist sehr wichtig, das kommt oft vor. Bitte spielen Sie noch einmal Tira, und dann bitte. Jetzt spielen Sie jetzt hier, da, ich spiele Sie einmal das alleine, nur die zwei Takte. Gut, jetzt spielen Sie Ihre. Gut, ja, das, und da bitte Sie auch, ja. Ja, an dem momentan nehmen nur die drei Teile, nicht das Cello, das kommt später. Sie sehen, alle die drei Varianten vom Anfang, die werden zugleich gespielt, zur selben Zeit. Die sind alle gleich wichtig.
Da ist keine Begleitung oder sowas da drinnen. Und du musst alles richtig gesungen werden. Und jetzt kommt nach der nächsten Stelle, da kommt noch eine andere so eine Stelle vor in dieser Art. Da werden die Stimmen getauscht. Was vorher die Bratsche spielte, spielt jetzt die erste Geige und so weiter und das Cello und Sie werden gleich hören. Bitte spielen Sie noch einmal. Noch einmal von da bitte. Sehen Sie, ich wollte Ihnen das zeigen, jetzt werde ich Ihnen zeigen, woher die Tonleitern kommen. Die Ton, te, te, ra, te, te, a, von te, ra, den, ta, de, di, ta, ta, da, 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 di, da, da, de, di, ta, di. Das ist, als kommt alles von ti, da, ta, und in der Umkehr. Aber nur geht es rauf und ist variiert. Und daraus kommen diese Tonleitern. Und dann kommt ein so eine große. Und jetzt kommt alles ableitbar vom Anfang. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Bitte spielen Sie noch einmal. Von der zweiten Jam. Und manches Mal hört man nicht Tam Pam, sondern Tam Pam, weil die Quarte ist die Umkehrung der Quinte. Das wird sehr oft gemacht. Arpeggien, die Sie da hören, das hat er schon vorbereitet, gleich am Anfang, im fünften Takt. Und nur diesmal geht es hinauf. So geht das. In anderen Worten, es ist fast keine Note da drinnen, welche nicht auf das Hauptmotiv zurückzuführen werden kann. Das ist das Wichtige der ganzen Motivführung. Und ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Kompositionskunst schlechthin. Es ist sogar eine Wasserscheide, würde ich sogar sagen. Es ist von der allergrößten Wichtigkeit. Und das ist mir schon lange aufgefallen, aber ich wusste nicht, wem ich das sagen soll. Es war die Forscher, die erwähnen es, aber nicht so, dass man sagen kann, dass sie das sehr besonders wichtig finden. Aber gar nicht. Dann beginnen sie nur zu analysieren, wie das und jenes sagen, das ist belanglos. Aber wenn man das so versteht, dann versteht man, wie das ganze Argument ist immer auf eine Sache ausgerichtet und kommt nichts dazwischen. Das gibt der ganzen Komposition eine gewisse Einheit.
und welche nicht sofort merkbar ist, wenn man zuhört. Da hört man nur die Musik, aber man fühlt, dass das alles organisch ist. Und das war zwar zum Beispiel, vorher hat man auch gut komponiert, aber nicht zum Beispiel Beethoven oder hat fabelhaft komponiert, aber er hat das nicht conscious, er hat das nicht bewusst gemacht. Haydn zum Beispiel, bevor er das Opus 33 schuf, sein letztes Quartett Opus war Opus 20, 9 Jahre vorher. Und er wusste da nicht, wie die Sache weitergehen soll. Und dann ist er da drauf gekommen. Aber merkweise, diese Opus 20er, die werden auch Sonnenquartette genannt, die sind schon fabelhaft komponiert. Aber es hat natürlich gewisse Ähnlichkeit mit was er nachher gemacht hat. Aber nicht bewusst, unbewusst. Und er hat ihm, einem Freund, hat er dann gesagt, ich habe eine neue Methode, und er hat das mit Motivführung benannt. Und eine neue Methode überhaupt zu komponieren. Allerdings hat Haydn das immer nur zu dieser Zeit, in seinen ersten Werken, wo er das anwandte. Das waren die wir nennen Opus 33, auch genannt die russischen Quartette. Das wurde einem Zahn gewidmet, ich glaube Alexander der Erste, glaube ich, war das. Ja, vielleicht war es der Dritte, ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das besonders wichtig ist. Aber immer nur auf einen Satz hat er das gemacht. Der nächste Komponist, der diese Methode anwandte, war Mozart. Er hat diese Quartett, er hat wohl die Opus 33er Quartette hat er in Wien kennengelernt, weil Haydn, Mozart und Dittersdorf und Wanhal haben immer miteinander regelmäßig zusammengespielt und haben sich gegenseitig ihre Kompositionen vorgespielt. Ich nehme an, dass bei diesen Sessions hat Mozart die Quartette von Haydn kennengelernt. Ich weiß nicht, ob Haydn darüber gesprochen hat dabei, aber Tatsache ist, dass Mozart hat das sofort verstanden. Und daraufhin hat Mozart die 6 Quartette geschrieben, welche wir heute Mozarts Haydn-Quartette nennen, in welcher diese Methode angewandt wurde, und zwar über das ganze Werk hinweg. Also es ist noch einer meinen besser gegangen als Haydn. Und er hat ihm die gewidmet. Und daraufhin hat Haydn sich zum Vater von Wolfgang Amadeus Mozart ausgedrückt, dass er sagte, dass sein Sohn wäre der größte Komponist, den er kennt, ob er persönlich oder nach seinem Ruf hin, dass er der größte Komponist ist, den er kennt. Und er hat Charme, er hat Geschmack und das und jenes, aber vor allem, er hat ein ganz besonderes Wissen über die Kunst der Komposition, so hat er sich ausgedrückt. Also wie gesagt, und von daher kommt alles andere. Beethoven hat diese Methode übernommen. Und er sagte, es muss irgendwo eine Aussage geben, in einem Brief oder wo, bevor ich diese Methode kannte,
konnte ich mich nicht als richtigen, vollwertigen Komponisten betrachten. Und dann, wenn wir das hören, dann sehen wir, dass Beethoven ein ganz vollwertiger Komponist geworden ist. Das kann man schon sehen. Und das, ich wollte Ihnen das nur sagen, damit Sie verstehen, was damit gemeint ist und wie wichtig das ist. Das ist eine Revolution sondersgleichen und hat Implikationen nicht nur für die Musik, sondern auch für das Leben, für die Politik, für die Wirtschaft, für die Poesie, für die Wissenschaft, für Mathematik, Arithmetik, Geometrie und weiß Gott, und überhaupt Philosophie im Allgemeinen. Und Haydn und Beethoven und Mozart, die haben das erfasst, aber nicht mit dieser Bildung, welche wir benötigen, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, aus dem schöpferischen Wissen heraus. Das haben sie gehabt. Und in diesem Sinne sind diese Komponisten Wissenschaftler. Sie sind nicht nur Notenschreiber und Kompositionen von Musik, das gibt es viele, aber diese Handvoll von Musikern, das sind Wissenschaftler und Philosophen ersten Ranges. Danke, ich bringe Sie weiter, bitte. Jetzt von jetzt an werden Sie die Motive sehr leicht hören und erkennen. Ich werde ab und zu, werde ich Sie darauf hinweisen. Bitte, sind Sie so freundlich und spielen Sie es vom Anfang, und ich werde Sie wenig unterbrechen. Ja. Ich bin Sie das noch einmal, bitte. Von dem Tag, wo steht Piano Dolce? Ja, in jedem. In, ja, ne, ist nicht. Thank you.
Wiederholung, ja? Das ist die Rekapitulation mit vertauschten Rollen. Jeder spielt was anderes, dieselben Noten, aber nicht denselben Instrumenten. Ich glaube, ich hoffe, die haben das bemerkt. Ja? Machen Sie noch einmal. Dam, piam.
Nur von da. Pianissimo. Ja. Bravo, fantastisch gespielt. Wunderbar, wunderbar. Großartig. Ja. Ich wollte nur auf eine wirkliche Kleinigkeit darauf hinweisen. Dass hier, sehen Sie das, da, da, di, da, 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 dieses, da, da, di, da, 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 di, das ist nur eine Kleinigkeit, aber davon. Im dritten Satz fängt dann das kommt von daher. Ich glaube, er macht nicht zuerst die Motive und dann die Musik. Ich glaube, er weiß schon, wenn er die Musik im Kopf hat, welche Motive er benötigt. Und deshalb ordnet er sie alle an gleich am Anfang. Fast alle. Schön. Machen wir weiter.
Das ist alles leicht erkennbar. Das ist alles drinnen, in den Tonleitern ist alles da drin. Das ist alles leicht erkennbar. Ja, es war sehr schön gespielt, ein bisschen zu leise, ein bisschen zu leise. Es klingt ein bisschen zu viel als Pianissimo. Es gibt ist kein Pianissimo. Und bitte, wenn Sie spielen, man muss das vor, das Diminuendo geht erst von der Note weg. Ja, ja, ja. Nicht von der zweiten Note ab. Nicht von gleich vom Anfang des Taktes, ja? Haben Sie gelesen? Nein, erst vom zweiten Teil des Taktes. Ja. Und das muss genau stimmen, diese 16, das Timing und die Länge muss stimmen. Es stimmt nicht genau, wie Sie es spielen. Spielen Sie richtig mit viel Ausdruck. Und das müssen Sie, diese Schreibart von Dom, Pom, Pom, Ton, 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 Ton. Es ist ein artikuliertes Legato, eigentlich. Und er hätte ja auch eine Note und einen Punkt schreiben können. Er wollte es ganz, dass man, er wollte, dass man die ganze Zeit spielt, nicht da. Nur artikuliert mit dem, so wie wenn man singt, artikuliert man mit den Konsonanten. Aber wenn man spielt, richtig singen, wissen Sie. Und alle singen. Es ist alles staccato. Das ist nicht mehr. Es ist nicht ham, aber ist ham, bam, 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 bam. Es muss sich absolut unterscheiden. Ja, die Artikulation davon. Ja, wer immer das spielt. Darf ich nochmals bitten? Und außerdem, man ist ja leicht zu erkennen, wenn wir da reden. Das ist ja furchtbar einfach zu sehen, von wo das herkommt. Ne? Ich möchte es nicht direkt analysieren auf Note für Note, aber das ist ja sehr leicht erkennbar. Schön, bitte noch einmal. Zweiten Note. Die das ist nicht gut. Keine Pause. Muss gleich da. Sie können sich nachher Zeit lassen für den nächsten noch.
Aber dann muss es da kein so muss es kommen, ja? Bitte noch einmal. Also nicht von der Luft her, sondern von der Dame. Ja, von der Dame. Bam, bam, so, ja. Ja, genau so, das meine ich. Ja, also nicht die zwei Lektüre, nicht quasi Legato spielen. Ja, okay. Ja, bitte, ja. Spielen Sie von dem Tenuto. Thank you.
immer gesungen. So, nicht ta ta ta, sondern es heißt, der Punkt ist non legato, das ist alles, was ich weiß. Ja. Sehr schön gespielt. Ich möchte etwas, ganz allgemein wollte ich Ihnen sagen, Sie dürfen Bogen wechseln, wo es nicht geschrieben steht, weil das sind ja keine Bogenstriche, das sind ja Phrasierungsbogen alle. Und Sie dürfen, wenn Sie schön Legato spielen, dürfen Sie auch ein Legato, Sie dürfen den Bogen wechseln. Das heißt, in anderen Worten, wenn ich mich so ausdrücken darf, Sie sollen nicht die Musik dem Bogen opfern, sondern umgekehrt, ja, das tue ich die ganze Zeit. aber nicht andersrum. Ich mache Ihnen keine Vorschläge dieser Art, aber wenn Sie, ich sage es nur, dass es absolut erlaubt ist, wenn Sie finden, dass Ihre Interpretation es erwünschenswert macht, dass Sie Bogen wechseln, tun Sie das. Man kann doch diese langen Bogen, Sie spielen sie so lange Sie können und dann wechseln Sie. Ich habe mich nie genau daran gehalten. Aber meine Kollegen haben mir das übel genommen, wenn ich im Konzert Bogen gewechselt habe, die ich vorher Bogenwechsel machte, die ich vorher nicht angegeben habe. Aber davon habe ich aber gelernt. Ich habe es von da an habe ich es immer so gemacht. Ab und zu mal habe ich es wieder anders gemacht. Aber ich habe mich immer an die Musik, ich habe das immer nach der Musik gemacht und nicht nach dem Bogen, wie mein Bogen funktioniert. Das wollte ich Ihnen nur sagen, dass Sie Ihre Prioritäten richtig haben. Okay, Ihnen braucht man ja nicht viel zu sagen, Sie spielen ja fabelhaft. So, bitte spielen Sie etwa von irgendwo weiter bei. Ja, Sie sehen diese wunderbaren... Diese Tonleitern, das kommt alles vom ersten Satz her. Das ist alles verwandt miteinander, alles, was dann gespielt wird. Das ist da, das ist eine Umkehr. Alles miteinander. Und das hat Haydn hat das genauso gemacht. Er hat neue Themen hat er geschaffen mit den Elementen, die schon von vorne angegeben wurden. Aber nicht mit solcher mit solcher Intensität, wie das hier gemacht wird. Schön. Thank you.
sie wechseln. Dann müssen Sie so singen wie vorher die erste Geige. Richtig singend. Und die Note so lang spielen als möglich und dann einfach ein bisschen artikulieren. So ähnlich, ja. Noch ein bisschen mehr Sostenuten. Bitte diese Note spielen Sie ruhig fort, so wie es eine quasi Sostenuto. Und dann das Piano auf dem zweiten Taktteil, ja, bitte. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Nur machen Sie das Crescendo dahin. Ja, das ist ein Crescendo-Takt. Genau genug. Ich weiß nicht, bitte, ich werde das nicht am Aufstrich machen. Richten Sie das so ein, dass Sie am Abstrich kommen. So. Und ganz. Nein, sicher nicht. Ich würde hab das nicht so gemacht. Ich hab den dann den da dann da die da da. Nein, das ist das erste. Die erste Teil ist der 16. Die anderen sind 32. Das ist wichtig. Ja, ja, okay. Machen Sie von vor irgendwo vorher. Aber härter, bitte.
Mehr Crescendo, muss mehr Crescendo. Mehr Crescendo, bitte. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Spielen wir weiter. Thank you.
Zeigen, dass das russische Thema, das ist das russische Thema. Hom, hom, hororom. Das ist eigentlich das Modell für alle Motive. Eigentlich. Gleich vor, der ist zwar in Motivführung. Schön. Ja. Spielen Sie dann, pederam, pederam, pederam. Thank you.
Bravo, thank you. Wonderful. Beautiful. So, ich bin beim letzten Satz auch noch. Ja. Das ist auch ist nicht schwer zu erkennen, der Anfang. Der nächste Satz fängt an in C-Dur, merkwürdigerweise. Aber wie das Beethoven so oft macht, durch eine Halbton, zum Beispiel, ihr kommt, param, 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 ist er schon wieder in E. Fangen Sie an, eventuell. Darauf aufmerksam machen. Das hat auch diese Ähnlichkeit und dieselbe Thematik oder wie das russische Thema. Und ist auch mit dem Anfang ist es verwandt. Nur es geht nicht hinauf, es geht in Gegenbewegung, das Ganze. Ja? Das wird sehr oft verwendet in dieser Methodik. Also alles ist miteinander verwandt, sozusagen, was da gespielt wird. Ich wollte Ihnen das nur sagen, damit Sie das auch wirklich hören. Aber nachdem ich es Ihnen gesagt habe, können Sie es ruhig vergessen. So, spielen Sie noch einmal bitte. Ja, ja und diese, was jetzt kommt, das sind Varianten. Sind Varianten davon, von dem. Ja. Bitte, hauen Sie viel mehr hinein, den Anfang. Das ist eine absolute Überraschung. Bam, talentieren, dran. Bam, so, ja, so auf diese Art. Sie müssen sehr prominent sein. Bitte immer. Nein, da, wechseln Sie ruhig den Bogen. Ja, es muss
Das muss richtig fest. Fest muss das reinkommen, bitte. Spielen Sie ein bisschen vorher. Spielen Sie dann von da weg vielleicht. So wie da spielt. Nicht langsamer werden. Moment, wir sind ein bisschen langsam geworden. Es ist zu langsam. Ja, das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich, ja. Dass man das, zum Beispiel, wenn das zu lang, das klingt wirklich wie Kammermusik dann. Es wird da 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 Langsamer werden. Das kommt vor in den besten Familien.
Also mir gefällt das nicht mehr. Ram, pop, pop. Mir gefällt das nicht. Ja, nein. Aber wir sehen. Tren, 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 ram, param. Gut. Bis. Ja, das ist noch nicht nötig. Es kommt eine Verzerrung gleich. Was ist eine Verzerrung? Gezogen, gezerrt. Ja, das ist nicht gut, ich glaube nicht. So, okay, machen wir jetzt Schluss. Danke, ich bedanke mich sehr. Danke. Fantastisch. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Fantastisch. Fabelhaft, dieses Spiel. Großartig. Herr Professor Brainin, könnten Sie uns noch einmal aus Opus 59.2, was ja um dieses eine russische Thema komponiert worden ist, können Sie uns da nochmal den Zusammenhang zeigen, wie praktisch diese vier Sätze motivisch von dem Material her zusammenhängen? Ja, das ist selbstverständlich. Ja, nicht das. Zuerst, ich möchte noch, wir haben ja gerade, wir haben das russische Thema gerade gehört in dem Scherzo und das haben Sie noch immer jetzt. Ich möchte noch einmal auf den Anfang zurückgreifen, also nach diesen zwei Akkorden, diese Quinte, also... Ja, ja, und jetzt kommt der. Ja, ganz leise. Und so weiter. Das ist das Wichtige. Jetzt das Thema geht da so. Ne? Also, es ist nicht, ja, der Zusammenhang ist sehr klar, deutlich, wenn man das so hört, nein? Yeah.
und so weiter. Und da kommt noch das sehr wichtige Element noch dazu vom Anfang, diese Quinte, die. Ja, das ist wichtig. Und dann kommen. Aber es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass Beethoven dieses russische Thema zuerst hörte und sich davon inspirieren ließ, diese Elemente, diese Themen und Motive und am Anfang gleich zu bringen. Das tut er immer so. Und jetzt, ich nehme an, man sieht jetzt besser, wie das zusammenhängt.